Hier sind wir wieder, diesmal auf Außendreh, Winterhude, kleine Freiheit, Erotikshop für Frauen. Und heute mit einem Gast, Vanessa Del Rey aus Berlin, Sexcoach. Hallo. Ja, ha? Hallo Anmanie. Ja, hi. Normalerweise bist du ja in Berlin und arbeitest als Erotikcoach auch. Und was steht auf deiner Webseite? Wie nennst du dich? Sexual Coach. Ja, genau, oder Sexual Coach. Das hört sich auch tatsächlich besser an, finde ich. Dann weiß ich, hast du auch ein Buch geschrieben. Sexibility oder die Metamorphose einer Nonne, eine biografische Erzählung. Wovon handelt das? Es beginnt, dass meine beste Freundin von meinem Partner schwanger geworden ist und meine heile Welt weggesprengt hat. Und ich beschreibe, wie ich meinen Weg dann da rausgefunden habe, um zur sexuellen Befreiung zu kommen. Du arbeitest gar nicht mehr als Krankenschwester, du hast schon dein Leben verändert, tatsächlich. Genau, und ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht währenddessen und bin dann auch so zum Sex gekommen. Mein Coach hat damals gesagt, du solltest was mit Sex machen. Kenn ich auch, ich soll was mit Sex machen. Und dann habe ich gedacht, nach 28 Jahren Pflege darf ich jetzt mal was anderes machen und habe sozusagen den Sprung vom Krankenbett zum Liebesnest gemacht. Ja, wunderbar, den Sprung vom Krankenbett zum Liebesnest. Nest. Ja, wunderbar, finde ich auch. Das war wieder Felix, er hat immer eine Meinung. Ja, aber damals war es so, da war ich 40 und ich habe mit 40 geglaubt, alle wissen alles über Sex, bloß ich nicht. Und weiß, dass es nicht stimmt, dass alles über Sex wussten. Ich weiß heute viel mehr und weiß, dass ich vieles auch nicht nochmal brauche, aber vieles war auch wunderschön. Das ist auch eine gute Erkenntnis. Ja. Genau, schön. Du machst noch ganz viele andere Dinge als jetzt Lesung oder Sexabend. Als Coach bin ich ja an den Leuten direkt interessiert und es hat sich rauskristallisiert, dass meine Zielgruppe so die vor allem Frauen sind, auch Männer, aber hauptsächlich Frauen zwischen 35 und 75. Und du hast ja ganz einfach auch vom Alter her, das darf ich ja auch wieder sagen, auch absolut Lebenserfahrung mit im Sack dabei und das ist super wichtig. Ich merke gerade, es bringt viel Spaß einfach immer, oder? Es gibt unheimlich viel Spaß und mir geht es so gut, seit ich mich nur noch mit Sex beschäftige und mit Leuten über Sex rede, geht es mir blendend. Und das sage ich jetzt mir auch. Doch noch am Donnerstag.